Hier haben wir so ein bisschen aufgereiht. Paradies für jeden Kampfsportler, würde ich meinen. Die Diät beginnt. Viel Wert legen drauf, dass wir Food Prep betreiben. Nichts anderes als eine No-Carb-Pizza. Ihr könnt den Boden entweder mit Thunfisch machen, so wie in diesem Fall. Normalerweise ist die Vorbereitung immer zwischen 8 bis 12 Wochen. Und hier haben wir 9 circa, ja. Letztes Jahr von unserem Fall aus. Dieses Jahr wird es nicht normal. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und die Diät hat heute begonnen. Und mir geht's noch gut. Ich bin echt noch fröhlich gestimmt, aber es wäre auch echt verwunderlich, wenn dem nicht so wäre nach einem Tag Diät. Noch nicht mal. Seit heute Morgen eben, ne? Ich habe schon erwähnt, wir sind 6 Tage die Woche No Carb unterwegs und damit fahren wir bis hierhin recht entspannt. Was gibt's jetzt gerade zu mampfen? Wir kommen frisch vom Sport, deswegen sehe ich auch noch aus wie der letzte Henker. Geduscht wird gleich, aber vorerst wird natürlich der Post-Workout-Shake verputzt. In dem Falle bin ich mal wieder ein bisschen kreativ geworden. Das bringt so die Diät mit sich, dass man da ein bisschen rumexperimentiert. Man weiß, welche Lebensmittel man essen darf und wie man die miteinander kombiniert. Was wir dürfen, sind grüne Früchte und grünes Gemüse selbstverständlich. Das zähle ich bis hierhin noch nicht als Carbs bzw. Kohlenhydrate mit, sondern deswegen gibt es hier einen grünen Apfel. Gepaart mit knapp 80 Gramm Designer Whey. Noch gönne ich mir das Designer Whey, da ist ja AT eben schon rübergeschwenkt. Und zwar haben wir hier Cinnamon Roll, einer meiner Lieblingsgeschmacksrichtungen, sprich Zimtschnecke. Kombiniert mit Zucker Light. Das hat AT, glaube ich, schon weggeballert. Oh ja, genau. Und zwar hier. Keine Kalorien, bester Zuckerersatz über. Achtet drauf, dass es hier Light-Variante ist. Verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Wird aus Maisstärke gewonnen. Extremes Labor, hervorragend. Hat sogar solche Zuckerkristalle. Also es schmeckt wirklich 1:1 wie Zucker. Nicht ganz so penetrant süß. Deswegen etwas mehr von nehmen und eben keine Kalorien am Start. Das Ganze mit ein bisschen Wasser gestreckt. Ich finde ein bisschen zu viel Wasser. Deswegen habe ich gerade noch einen von unseren No-Carb-Pancakes, die wir natürlich auch im Vorfeld prepared haben, sprich am gestrigen Tage. Denkt dran, Vorbereitung ist die halbe Miete und entsprechend haben wir uns es auch hier gut gehen lassen. No Carb Pancakes schon häufiger erwähnt in der letzten Jilgos Fibo-Reihe. In dem Fall hat Magerquark drin Platz gefunden, Whey selbstverständlich, ein bisschen von den Flaves, ja, also mit dem wir unseren Magerquark pimpen, kann ich nochmal kurz zeigen. Hier habt ihr sie. Ja. Verlinke ich euch auch gerne in der Videobeschreibung. Das gibt eben nochmal den besonderen Geschmack. Zudem ein bisschen Backpulver drin, Whey ist natürlich drin, Eier, sowohl ganze als auch viele Eiklars. Das volle Rezept findet ihr auf der Rezepte, Fitnessrezepte bei Road to Glory Gains Page. Da haben wir ja mittlerweile auf Facebook eine eigenständige Fitnessrezepte-Seite, wo ihr mitunter auch unser Kochbuch erwerben könnt für 14,95 nach wie vor als Bestseller zum Einführungspreis. Geht weg wie warme Semmeln zurecht. Also es ist wirklich qualitativ hochwertig. Wir haben kontinuierlich gutes Feedback, bis auf die Kaliber, die nicht wissen, was ein E-Book ist und immer noch darauf warten, dass es endlich verschickt wird. Also für die, die es wirklich handfest haben wollen und noch kein Tablet besitzen, druckt es euch selbst aus. Ja? Mittlerweile bietet Budnikowski, wie sie nicht alle heißen, Rossmann, also Drogeriemärkte sogar diesen Druck aus, diesen hochqualitativen. Und lasst es euch kurzerhand binden, das kostet 2 Euro oder was. Ja, das ist mein Post-Workout-Meal. Hier schon aufgetischt unsere Ramsteaks, die es heute Abend als Hauptmahlzeit geben wird. Gepaart mit grüne Bohnen. Sind die schon noch? Nee. Ah, die sind da hinten noch. Da sind sie. Da machen wir noch ein bisschen Tomatenmark und passierte Tomaten ran. Ein paar Speckwürfelchens, natürlich auch Low-Fat-Basis. Selbst wenn wir uns noch ein paar tierische Fette gönnen dürften. AT hier die abgespeckte Variante. Auch ein grüner Apfel, Zucker, ein bisschen Ceylon-Zimt. Das war's, oder? Genau, ich hatte meinen Shake schon. So pur. Genau. Wie gesagt, und das ist meine Mindset, damit ich ein bisschen was im Magen habe. Hungergefühl ist nach wie vor nicht da. Das ist das Schlimmste in einer Diät. Falls ihr ein Hungergefühl entwickelt oder wirklich den ganzen Tag über Hunger habt, macht ihr was falsch. Aber das ist eben in dieser Diätform, die wir gerade an den Tag legen, kaum möglich. Dadurch, dass man eben immens viel Proteine und eben knapp 1,5 Gramm Fette pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen kann. Ein Defizit versuche ich gerade zu erlangen von knapp 400. Damit fange ich an und schauen, wie wir damit fahren. Was ich auf der Waage in der Zeit tun wird, werdet ihr natürlich rausbekommen. Ich werde euch noch Trainingseinblicke geben in diesem Video. Ihr habt hoffentlich Bock weiterzugucken. Macht euch einen entspannten. Bis später!
Noch sieht der Porno aus. Immer noch? Immer noch? Jetzt speziell, weil sich der Unterleib bewegt. Wenn man jetzt das Bein davor hat, immer noch. Aber tatsächlich was anderes bei euch. Ja, ich will, kann man genau erklären. Ich wühle gerade wo. Ja, ich wühle gerade wo. Sieht aber ganz komisch aus. Aber du kannst vielleicht mal erklären, was gerade passiert ist. Ja, ich glaube, es war ein bisschen viel für den beiden Bizeps heute. Fühlt sich ein bisschen überstreckt an. Und eigentlich wollte ich eben noch bei den Ausfallschritten auf 40 Kilo pro Seite gehen. Aber beim Rausheben ist mir das aufgefallen, dass da irgendwas zwickt. Und wer die Jago Shred-Reihe gesehen hat, weiß, dass ich an derselben Stelle vor gut 1,5 Jahren Muskelfaserriss hatte, bevor ich mir diesen wieder riskiere, ja? Weil der hat sich ähnlich angefühlt. Setze ich hier an der Stelle lieber einen Cut und lasse es an der Stelle massieren. Mhm. Genießt er gerade, das sind die einzigen Streicheleinheiten, die er bekommt. Ja, meine Fuß, der Fuß zuckt auch ein bisschen. Ja, so ist es manchmal. Es ist manchmal ärgerlich, gerade wenn man schon eine Vorverletzung hat, dann ist man halt umso mehr vorsichtig, ne? Man kennt es nicht oft genug, dass man sich dann selbst nichts zugesteht. Zwickst. A, hast du Adrenalinkick, B, ist der Muskel warm. Warte mal ab, man kennt es ja, ne? Solche Verletzungen kriegen sich ja gerade dann aus, wenn man komplett abkühlt. Und dann ärgert man sich, warum hat man noch drauf trainiert. Also immer abwägen, ist es ein guter oder ein hässlicher Schmerz? Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und an der Stelle Hashtag Vorsicht statt Nachsicht. Wir haben nichts zu verlieren, beziehungsweise ich muss mir ja heute nichts beweisen. Am Sonntag ist der nächste Leg Day und da will ich fit sein. Denn da geht es wieder an die harten Squats ran, im 5x5. Ja, da kommen die ganzen harten Übungen eben dran. Dadurch, dass wir im A- und B-Pläne trainieren. Ich nehme schon wieder zu viel. Ich wollte die Trainingssessions in den nächsten, in den kommenden Jigos Vivo erklären. Deswegen behalte ich dieses Ass noch vorerst im Ärmel. Einen kurzen Trainingseinblick gesehen von der Volumen-Session der Beine. Und ja, heute war es noch nicht. Zeigen natürlich noch unsere Delicious Gains, was heute Abend winkt. Vorerst natürlich ein Whey Isolat Shake. Knapp 80 Gramm Proteins sind da drin. Dann mehr erzähle ich nicht. Täglich grüßt das Murmeltier zur gewohnten Stunde. Und das ist noch früh. Befinden wir uns wieder in der Küche. Und wir optimieren. Wir optimieren definitiv die Uhrzeit. Das ist generell noch eine Uhrzeit, wo wir uns im Gym befinden. Ihr habt aber gesehen, ich könnte mich hassen für diese Scheiß-Session. Also ich gehe ja immer mit diesem Vorsatz voran. Entweder gebt ihr 110% im Gym oder ihr könnt es ganz bleiben lassen. Das war heute wirklich so ein Tag, wo ich am liebsten zu Hause geblieben wäre. Das Beste daran war die Körperfettmessung. Nein, da ist wie gesagt Vorsicht vor Nachsicht, ehe man sich wirklich irgendwie was Ekliges einfängt, ja, da ist eben nicht zu spaßen, breche ich lieber eine Session vorerst ab. Es waren letztlich fünf Übungen sogar. Also das Volumen war dennoch recht hoch. Aber naja, übermorgen ist neuer Tag, morgen ist Rest Day nach 3 Tagen Training in Folge. Und ja, wir sind in alter Manier, in alter Gewohnheit, in alter Location. Ebenfalls sehe ich aus wie hingekackt und hingeschissen. Wie gesagt, wir kommen gerade vom Sport, trinke gerade meinen Post-Workout-Shake, den ich angekündigt habe. Danach gönne ich mir eine heiße Wanne. Währenddessen machen wir uns ein Salätchen. Also heute wirklich eine ganz schmale Kost. Es wird einen bunten Salat geben. Was alles drin sein wird, erkläre ich euch natürlich. Aber vorerst zeige ich euch den Einkauf, denn wir waren zwischen Tür und Angel noch im örtlichen Lidl. Das lobe ich mir. Ich kann praktisch auf dem Lidl jetzt raufspucken, was die Nähe angeht. Das ist natürlich was Feines und das mag ich mir loben. Und dadurch, dass sie bis 21 Uhr aufhaben, konnten wir es eben zwischen Tür und Angel noch erledigen. Einkäufe wird es natürlich häufiger jetzt zu Gesicht geben. Und ihr werdet merken, wir leben nicht ganz, ganz, ganz no-carb. Fangen wir hiermit an. Dem guten alten Magerquark hat immerhin noch 4 Gramm Carbs auf 100 Grams. Ich vertilge noch knapp 500 am Abend. Machen zumeist so 750 Gramm. Teilen uns diese Portion mit roten Früchten. Auch diese natürlich nicht komplett carb-free. Aber ihr habt die gegenwärtige Form schon gesehen und ich habe noch fucking 9 Wochen bis zur FIBO. Mit einer Radikaldiät bin ich nach 4 Wochen fertig und deswegen versuche ich wirklich weitläufig den Kalorienrahmen so weit zu setzen, dass ich wirklich im Defizit von maximal 400 Kalorien pro Tag bin. Alles andere wäre pure Potenzial- und Muskelverschwendung. Stichwort Muskelschutz, den können wir eben nur gewähren, wenn wir das Kaloriendefizit nicht ganz so hoch halten. So, aber genug geschnackt. Also wir haben 3x Magerquark am Start. Der hält, ja, wenn man sich ausrechnet, wenn wir 750 Gramm am Tag bzw. am Abend verdrücken, 2 Tage.
AT ist jetzt schon auf T umgestiegen, was ich eher wirklich hoch anrechne. Ist aber eine feine Sache, schmeckt wirklich gar nicht schlecht. Gerade so eine Mischung aus Grüntee, Brennnesseltee, Ingwer. Das kommt ganz geil. Ja, das darf ich momentan mittlerweile literweise am Tag. Hat ja auch einen entwässerten Effekt. Ne? Genau. Also jetzt finde ich es noch recht früh, das Wort entwässern in den Mund zu nehmen. Aber schlecht ist es definitiv nicht. Und ich trinke es ja auch gerne. Genau. Mhm. Unten dran seht ihr Kaffee, gefakte Nespresso-Kapseln. Die gehen uns langsam zur Neige. Einmal recht starken, einmal etwas schwächen. Der darf natürlich als erstes am Morgen bei mir nicht fehlen. Gibt noch einen kleinen Schuss Milch dazu. Das ist auch das Stichwort. Also ihr seht, die Milchprodukte sind nach wie vor drin. Auch die werden erst so in den letzten 2 Wochen, mal vielleicht 3 Wochen gecancelt. Hiermit kann ich nichts anfangen. Wollte ich gerade sagen, du hast dir deine Lieblings... Gemüse? Früchte? Nein, aber... Oliven, die liebst du doch so sehr. Eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich sicher gehen kann, dass die mir im Haushalt ganz alleine gehören. Ich bin wahrlich kein pinziger Typ oder ein verwöhnter Typ. Das wurde mir zum Glück recht früh in die Wiege gelegt, alles zu essen. Und die Dinge, die ich nicht mag, das ist mitunter Oliven, Peperonis konnte ich auch nie leiden. Aber an die habe ich mich beispielsweise mittlerweile gewöhnt. Aber mit Oliven werde ich nach wie vor nicht. Und du probierst es wirklich jedes Mal aufs Neue. Das muss man dir auch lassen. Also ja. Es ist nicht so, dass du generell sagst, nee, Igitt esse ich nicht. Genau, so probierst es alle Nase lang, mopst du die eine und probierst es und musst immer wieder feststellen, du magst es nicht. Wie bei mir und Rote Beete. Genau. So, jetzt lass uns mal ein bisschen das Volumen hochschrauben. Ich wollte die Videoreihe zwar sehr ausführlich machen, aber die Videolänge wollte ich auf 20 bis 25 Minuten belassen. Deswegen rasche ich jetzt hier durch. Wenn Fragen sind hinsichtlich der einzelnen Lebensmittel, gerne in die Kommentare. Ihr wisst, dass wir da rege lesen, jeden einzelnen und die meisten dann auch beantworten. Thunfisch haben wir aufgebraucht, im eigenen Wasser natürlich. In der No-Cup-Pizza, die ihr zuletzt gesehen habt, reichlich passierte Tomaten und gehackte Tomaten macht man sich einfach. Zudem finde ich diese in der Saison noch ein bisschen schmackhafter, als wenn man sie wie hier einzeln holt. Die wiederum gelten natürlich für einen Salat. Hier haben wir so ein Low-Fat, ne, also mit etwas weniger Fettanteil. Speck kann man ja nicht sagen. Steht jetzt Kartenschinken drauf, liebe ich, gerade angebraten. Kann man auch in Salat reinballern, in Eichens, die natürlich auch nicht fehlen dürfen, aufgrund der gesunden Fette. Wir brauchen eben diese Fette als Energieträger und entsprechend nutzen wir die Gunst der Stunde, um damit die Eichens zu verfeinern, Zwiebelchens rein, eventuell noch ein paar Pilze rein. Käse liebe ich ja auch in Eichens, ja, wenn man gerade Rühreier macht. Apropos Käse, hier haben wir ihn, Würfelkäse, den kann ich nur empfehlen, schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch alles die 17%ige Variante an Fett, beziehungsweise 30% weniger Fett, das werden 17% haben, oder? 16 sogar. Und das Ganze nochmal in Gratinform. Braunen Champignons habe ich angesprochen, hier ist noch mehr Tee. Hier, auch wenn es qualitativ ähnlich wie das hier sicherlich kein Highlight ist, ja, Stichwort Antibiotikum-Hähnchen, aber auf die Schnelle und vor allem muss ich auch eingestehen, dass ich ja zwischen 800 und 1200 Gramm Fleisch pro Tag esse, was wirklich nicht der Umwelt zugute kommt, aber diese 8 Wochen bzw. 9 Wochen muss ich in den sauren Apfel beißen und Gas geben. Am Wochenende wollen wir unseren örtlichen Bauern besuchen. Da gibt es natürlich qualitativ viel geileres Fleisch, aber das kostet natürlich auch eine Ecke mehr. Und das kann man sich eben kontinuierlich auf Dauer nicht gönnen. Zumindest wir nicht. Ja, so ehrlich muss man sein. Zitronen, um den Tee zu verfeinern, kann man auch gut über einen Salat machen oder ja, Schalotten. Den kann ich auch wärmstens empfehlen, falls ihr im örtlichen Lidl seid. Ist schon leicht mariniert. Die Nutrition Facts, also die Makroverteilung, sind auch hervorragend, dadurch, dass eben nur ein paar Kräuter und Knoblauch drin stattfinden. Aufschnitt in Form von Hähnchenbrust und Räucherlachs für die gesunden Fette. Denkt an die Omega-3 und Omega-6-Fette, immens wichtig. Habe ich zum Beispiel in der Supplementierung auch noch Fischölkapseln mit drin, CMA mit drin. Aber was die Supplementierung angeht, werdet ihr nach und nach, Woche für Woche natürlich ein paar Einblicke bekommen. Hier schon das Stichwort, schaut mal an, wie meine Supplementierung mittlerweile vorangeschritten ist. Ich habe so weit prepared, dass ich hier meine Pillendüschen am Start habe. Aber ich meine, die habe ich schon abgefilmt gehabt, oder? Das ist eine Tagesration. Also ich bin wirklich mittlerweile zum kleinen Pillenpaule mutiert, weil eben primär das Obst fehlt. Hier haben wir noch ein paar Äpfel. Aber das Vitamin C, Vitamin D und hast du nicht gesehen, B6, B12, das hat man einfach jetzt. Gerade in der Jahreszeit, ja, man hört so häufig, wie häufig die Leute erkältet sind. Hier der Tipp, geht sofort nach dem Gym, bestenfalls vorduschen,
haben wir in dem Fall nicht gemacht, aber es gibt gleich eben eine heiße Badewanne, um eben der Erkältung vorzubeugen. Bloß nicht nass, mit nassen Klamotten oder nassen Haaren an die Öffentlichkeit, würde ich sagen, in die Kälte raus. Deswegen auch meine Kapuze die ganze Zeit auf, denn auch, dass meine Frisur aussieht wie ein Arsch. Ich sehe sowieso aus wie ein Arsch, ja? Kaum fängt die Diät an, also... Aber dafür sind wir ja da. Ihr sollt nicht nur die Höhen sehen, sondern auch die Tiefen, ja? Ihr sollt mich im Raid sehen, also nimmt es mir wirklich nicht übel. Oder in dem Moment geht es noch, aber je länger die diese Diät eben voranschreitet, da gibt es eben auch diese Tiefen. Bestes Beispiel ist dieser kurze Gym-Einblick von der Bein-Session, ja? Also jeder andere YouTuber würde sagen, nein, nein, sowas, da machen wir keine Motivation draus. Aber ihr sollt eben auch feststellen, dass es nicht immer alles rosig ist in der Diät. Und dementsprechend wird auch da die Kamera drauf gehalten. Das soll die drei schließlich auszeichnen. Ich glaube, ich habe so grob das hier noch eine ganz geile Empfehlung. Das ist so das günstige Beef Tartar, würde ich meinen. Also so ein Rinderhackfleisch zum Braten in der Light-Version mit, sage und schreibe, 9 Gramm Fett. Und die macht sie immer so günstig, dass sie es anbrät und das Fett, was sich dann entsprechend an den Seiten sammelt, das wird dann abgegossen. Akribisch. Mhm. Dann bleibt kaum was über. Ziegenkäse und Mozzarella Light, der natürlich recht fettig, aber Ziegenkäse ist recht penetrant, findet also nur gehobelt ein bisschen über den Salat statt. Des Weiteren wird halt ein grüner Apfel drin verbaut im Salat und Walnüsse kommen auch immens geil. Jo, das war's. So sieht unser heutiger Snack aus, sprich der Salat mit Hähnchenbrust klein geschnibbelt. Und zum Schluss gibt es noch den Magerquark. Genau, heute tagsüber hatte ich im Übrigen Low-Carb-Pizza, Nüsse, Rindergulasch und ein Salätchen. Rindergulasch mit Rotkohl, ohne Rotkohl. Genau, das war das, was die Kantine zu bieten hatte. Mit Knödel und Rotkohl. Für mich ohne Rotkohl und ohne Knödel. Aber es war gut. Ich will mich wahrlich nicht beschweren. Das vom heutigen Tag von uns. Wir sehen uns morgen wieder. Macht euch einen schönen und dranbleiben. Ende wie das Duft. Nicht nur das Wochenende duftet, sondern auch unsere Reis-Gains. Tag 6 unserer Diät bedeutet ein Refeed-Tag. Was ist ein Refeed-Tag? Kurz und knapp erklärt, wir tanken Kohlenhydrate und zwar dessen, weil wir jetzt eben offen, ja, wie schon häufig erwähnt, No-Carb sind. Das heißt, 6 Tage die Woche keine Kohlenhydrate, ein Tag wird geladen, wo wir unseren Bedarf, unseren Kalorienbedarf decken. Und entsprechend, ja, versuchen wir das, was heißt versuchen? Wir werden es clean machen. Murat meinte zu uns, ja, ihr kennt es ja, wenn es mal nicht so läuft, denkt an die Psyche, dann gönnt euch so ein Essen für die Psyche. Das kann auch gerne mal ein Burger sein, aber sowas wird es bei mir definitiv nicht mehr geben. Da bin ich zu strikt und somit wird natürlich clean, also mit Lebensmitteln, unverarbeiteten Lebensmitteln geladen. In dem Falle haben wir einen grünen Apfel, beziehungsweise jeder einen halben Apfel hier drinnen. Ich habe jetzt gekocht 350 Gramm Reis, insgesamt waren es 350 Gramm ungekochter Reis. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt so um die 150 Gramm ungekochten Reis hier drin habe. Das Ganze gestreckt mit Zucker Light haben wir schon vorgestellt, werde ich euch in die Videobeschreibung ballern. Des Weiteren haben wir, der ist schon weggeräumt, Ceylon Zimt hier am Start. Und somit machen wir uns mehr oder minder einen Milchreis selbst. Das Ganze hast du mit Milch gekocht gehabt, den Reis, sagtest du, ne? Mhm. Also Hauptanteil, also fast nur Wasser, ein Schuss Milch und ein Schuss Sojamilch. Genau, und das Ganze noch abschließend mit Haselnussmus. Und jetzt bekommt es eine recht geile Konsistenz, eben ähnlich wie man es von Milchreis kennt. Und ich mag mich immens auf die Kohlenhydrate. Vorhin gestern hatten wir Rücken und das fiel schon immens schwer. Also Training ist nicht mehr das, was es mal war. Also ja, die Glykogenspeicher sind eben geleert. Der Pump ist nicht mehr so genial. Die Sätze gehen von jetzt auf gleich so zu Ende. Man denkt bei Wiederholung 5, da ist noch reichlich im Tank. Bei Wiederholung 7 wiederum hört es schon auf oder kommst ins Stocken, wo du auf einmal den Spotter zur Hand brauchst. Aber wir sind hier nicht auf dem Freudenfest. Wir wollen abnehmen. Und das steht eben im Vordergrund. Und somit ist das Training jetzt zweitrangig wichtig, ist, dass wir die Muskeln halten, wie das Ganze funktioniert. Werden wir in den kommenden Ausgaben noch ausgiebig erklären. Genauso gehen wir auf das Training ein. In welchem Volumenbereich befinden wir uns? Welchen Split fahren wir? Und so weiter und so fort. Dabei kommt ihr noch weitere Einblicke. Wir lassen uns das vorerst gut gehen. Das Video hat an der Stelle noch kein Ende. Sondern wir geben jetzt Gas. Guten Hunger, ihr Lieben.
herrlich. Der Refeed Day gestern ist vorbei. Und was gibt es heute wieder Wunderbares zum Frühstück? Habt ihr jetzt zumindest noch ein paar fischige Gains in Form von Lachs da drauf, weil der morgen abläuft. Ich dachte mir, das reicht als erste Mahlzeit hier mit den Fats. 5 volle Eier. Ja, Refeed Day geht viel zu schnell wieder vorüber. Freue mich schon auf den nächsten. Gestern ging gar nicht so viel rein, wie ich erwartet oder gehofft habe. War trotzdem im leichten Defizit. Die Form wird besser. Nach Tag 6 kann ich definitiv schon sagen, dass ich ein gutes Kilo verloren habe. Was heißt ein gutes Kilo? Also angefangen mit der Diät habe ich ja mit knapp 105 und jetzt stehe ich bei 102. Aber das wird primär Wasser sein, wie ich ja immer wieder betone. In der ersten Zeit, in den ersten 2 Wochen vor allem, fällt ausschließlich Wasser. Da braucht ihr wirklich nicht solche Bedenken haben, dass ihr von heute auf gleich shredded seid. Aber bevor ich mich hier wieder verquatsche, lasst uns doch unser Frühstück auf den Sonntag genießen. Ja, heute kommt das erste Jiggle Freeborn. Nein, ich bin hart gespannt. Das ist gerade im Upload. Wie die Reihe von euch angenommen wird, ob ihr Bock habt auf mehr. Denn es soll ja schließlich noch deutlich weitergehen als eben hier unsere prachtvollen, leckeren, super Geschmacksorgasmus-Mahlzeiten abzufilmen. Heute hey, geht's ins mit Bein Liebe gehen. Zubereitet, Schatz. Das stimmt, das stimmt. Arti hat sich wirklich Mühe gegeben. Selbst meine Barbecue-Soße oder mein Jalapeno-Ketchup mag mittlerweile schon fehlen. Aber wie Murat gesagt hat, die ersten 4 Wochen ist kein Spaß, ja, wir machen das Ganze jetzt nicht zur Freude, sondern wir wollen schließlich was erreichen. In dem Sinne. Glück und gutes Gelingen wurde mir gerade von Anti gewünscht, bezogen auf diesen Take, weil ich habe ihn eben schon mal für euch weggedreht und der mochte mir so absolut gar nicht gefallen. Oh, und der hätte mir jetzt auch fast nicht gefallen, weil ich das Display noch gedreht habe und ich da schon wieder reinglotze und, immer erwähnt, ja, wir lesen nicht nur eure Kommentare, beantworten diese, sondern versuchen uns natürlich auch eure Verbesserungsvorschläge anzunehmen. Wie in diesem Falle wurde mir gesagt, ah, Jill, du hast doch einen Silberblick. So, und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich immer schräg aufs Display geschaut habe und nicht eben in die Linse, so wie es gehört. Das als kleines Off-Topic-Teil. Ja, die Woche ist rum, beziehungsweise es ist schon Tag 8, der jetzt halbwegs rum ist. Wir haben heute Dienstag. Ich wollte mal so ein abschließendes Fazit zu dieser Woche geben. Wie hat sich die erste No-Cup-Woche angefühlt? Wie war der Reload-Day, der Fülltag, ja? Oder vielmehr auch Ladetag genannt. Wie war der am Samstag? Eigentlich hätten wir diesen Sonntag, aber wir haben unser Training jetzt so umgebaut, dass wir Samstag Brust haben, eine recht schwere Session, und am Sonntag wiederum Beine. Wenn man Samstag lädt, sollten die Glykogenspeicher so einigermaßen voll sein. Dachte man, war nicht so. Deswegen sage ich immer, ausprobieren geht überstudieren. Da reagiert jeder anders drauf. Ich dachte, jetzt reiße ich die Monster-Lag-Session schlecht hinweg. Aber nach Übung 2 war der Ofen aus. Also ich muss feststellen, dass die Krafteinbußen immens sind. Innerhalb der ersten Woche habe ich fast 40% an Kraft verloren. Anfänglich noch ziemlich weit oben, da kann ich ordentlich noch was weghauen. Aber hinten hinaus, so nach 2-3 Übungen, wird es wirklich mühselig und das Training macht wahrlich keinen Spaß mehr. Aber das heißt nicht grundlos Workout, ja? Es muss nicht immer Spaß machen, es muss funktionieren und das tut es in dem Falle. Gestern war nämlich der erste Tag, der Montag, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe im Studio. Da hatten wir die Arme dran und auf einmal war ich prall. 2 Tage verzögert nach dem Ladetag war ich prall und ich habe mich wirklich gut gefühlt. Und nicht nur das eigene Wohlbefinden, sondern ich habe auch noch den Zuspruch von AT und Sai bekommen. Und das wiederum ist dann natürlich ein wirklich aufbauender, motivierender Faktor. Das eigentlich schon wieder als Grund für, wenn ihr mich fragt, wie motiviere ich mich? Na, also, holt euch diesen, das hört sich blöd an, aber holt euch so ein Lob ab. Zumindest wenn das entsprechend verdient ist, wenn ihr wirklich beißt. Generell sehen ja eigentlich Leute, die euch tagtäglich sehen, die sehen die Resultate ja gar nicht. Neulich hatte Sai das Jilgos FIBO 2016 Trailer-Dingens geschnitten, wo er Ausschnitte aus der vorigen Jilgos FIBO-Reihe, sprich die ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, benutzt hat. Und da hat er mir auch gesagt, ja, weißt du, wie schlimm du da aussahst. Und zu diesem Zeitpunkt ist es mir absolut nicht aufgefallen. Und so wird es auch dieses Mal sein. Dadurch, dass ihr mich auch so häufig seht, sind diese Fortschritte eigentlich nur marginal. Deswegen wollte ich nochmal so ein kleines Video bauen, wo ich mich wirklich einmal die Woche so nackig kurz hinstelle, Pose
und dann immer diese Einblicke gesplittet bis zur FIBO aufnehme. Haut mal in die Comments, ob ihr da Bock drauf habt. Ich denke, das wird was ganz Geiles. Apropos Posing. Oh, mein Magen knurrt. So viel dazu, dass man in der Diät keinen Hunger haben soll. Mein Essen ist allerdings auch überfällig. Aber wobei stehen geblieben. Apropos Posing. Ein Posing-Update gibt es in der nächsten Woche. Das schon mal als Vorschau auf die nächste Ausgabe. Genauso stelle ich euch meinen neuen Fitness-Tracker vor, den ich bis hierhin noch nicht in Einsatz genommen habe. Also ich bin komplett unparteiisch, unfrei und werde das Teil testen, weil das Bodymedia-Armband seinen Geist aufgegeben hat, beziehungsweise nicht mehr supported wird. Ja, schauen wir, was es kann. Es ist das Garmin, so viel vorweggenommen. Als Pendant oder als direkter Konkurrente gibt es ja das Fitbit-Band, was hier in Deutschland sogar noch fokussiert beansprucht wird. Und da gibt es wahrscheinlich die besten Meinungen zu. Ich wiederum will mich vom Garmin überzeugen lassen und sage euch, ob es top oder flop ist. Das werdet ihr in der nächsten Ausgabe sehen, genauso wie weitere Trainingseinblicke. Vor allem auch mein Trainingsplan, wie trainiere ich, welchen Volumen trainieren wir. Und warum das Ganze überhaupt mit No Carb? Das hat Murat stellenweise schon im vorigen Part erwähnt gehabt, aber das wurde nicht so recht zusammengeschnitten, dass man es hätte raushören können. Deswegen hier nochmal kurz zusammengefasst. Es soll so aussehen, dass die ersten 4 Wochen die schlimmsten sind. Wir sollen nach nahezu 4 Wochen nahtlos fertig sein, wo ich einen Körperfettanteil von 5-6% habe und damit an den Stechen gearbeitet. Man kann eben, je weiter sich der Körper fortentwickelt, beziehungsweise je shreddeter man ist, also je weiter man runterdiätet ist, desto mehr sieht man eben die Stärken und Schwächen der einzelnen Muskulaturen. Und dann kann man eben verstärkt dran arbeiten, gerade dann, wenn du ihnen nochmal Kohlenhydrate vorschiebst und sowas. Also das wäre ganz nett, da bin ich mir sicher. Und es ist eben dieses umgekehrte Prinzip. Die meisten fühlen sich dann an Tag X, wo eben der Wettkampf ist, so ausgelaugt. Und Murat wiederum sagt, das fühlen Zuckerschlecken, weil er ja schon viel weiter vorne fertig war. Und eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht, weil, ihr müsst euch das mal so vorstellen, oh, ohne Punkt und Komma. Oh. Ihr müsst euch das so vorstellen, noch hat der Körper Reserven, noch fühlen wir uns gut, noch ist der KFA hoch. Aber später, wenn man so bei 5-6% angelangt ist und schon die ganze Zeit, die Wochen davor richtig extremes Gas gegeben hat, sprich das, was ich jetzt tue, nur eben 6 Wochen weiter oder 4 Wochen weiter, da ist man psychisch schon an einem ganz anderen Stand, wo das noch viel, viel mehr wehtut als jetzt, wo man noch so frisch ist. Und ich habe eben diesen coolen Spielraum nachher hinaus. Und jetzt, wo ich eben noch die Energie habe, vertrage ich das eventuell ein bisschen besser, so würde ich das begründen. Sag mal eure Meinung zu, ist es wie gesagt was komplett anderes? Ich hoffe, ich habe damit jetzt keine Geheimnisse von Murat oder so offenbar. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte für euch ja, offen sein. Na, ich möchte euch Trainingseinblicke, Ernährungseinblicke, Supplementierungseinblicke, die ihr jetzt schon erhalten habt. Vielen Dank im Übrigen für die Resonanz des vorigen Videos. Da war ich wirklich skeptisch und zwiegespalten, ob das wirklich bei euch ankommt. Weil so wenig Inhalt auf diese Länge gepaart war, fand ich. Ich habe mich so viel bei den Supplementierungen aufgehalten, dann ein Cheat Meal und dann habe ich noch zu Cutting Cord Olli, besten Dank für die Props, oder ich muss dir die Props dafür geben, für die Mühe des Cuttings, bringst du echt auf den Punkt. Aber habe ich zu Olli gesagt, wir müssen da irgendwie noch ein bisschen Infotainment reinbringen, weil so 2 Themen, die wirklich jetzt gar nicht informativ für euch waren und ich weiß, dass viele von euch zur selben Zeit auch Diät machen und hier Nennenswertes mit rausnehmen wollen und sich auch motiviert hoffentlich fühlen. Ich finde es immens geil, wenn wir das Ganze gleichzeitig durchziehen. Schickt mir auf Facebook euren Status, eure Updates und so weiter und so fort. Zurück zum Thema. Dann dachte ich so, da muss noch ein bisschen mehr rein. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für, weil ich das Video eben nicht ganz so geil fand als Startschuss zur Reihe, dass das Feedback so cool war. Ich verspreche euch, die Reihe wird noch viel, viel informativer und aktiver. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß dran. Vielen Dank fürs Zugucken für diese Woche. Das war's. Euer Till. So, Babylein, jetzt läuft die Cam und hast mir doch eben noch so viele Sachen erzählt, die doch eigentlich auch so interessant wären für dein Jill Goes FIBO. Magst du das nicht nochmal erzählen? Nächste Ausgabe oder jetzt? Jetzt. Jetzt? Jetzt. Ich wollte es gerade hochladen, das Material für Olli. Und ich muss mir wirklich so eine fucking kleine Checkliste machen. So wirklich nur stichpunktartig ausschreiben, welche Themen wollte ich ansprechen. Ich mache die Cam aus, gehe aus dem Zimmer und sage, ja, Take war gut. Und dann fragt Ati, warum war der so kurz? Der Take davor war doch viel länger. Da fallen so die Themen ein, die eben außer Acht gelassen wurden. Aber anscheinend die Sachen, die man vergisst, die können ja nicht so relevant sein. Zum einen wollte ich angesprochen haben, Fatburner. Das war nämlich schon häufig eine Frage. Wie sieht es aus mit Fatburner? Welche kann ich empfehlen? Und
Wie viel nimmst du? Gar keine. Zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch gar keine. Ihr steuert wirklich zu 95% alles mit der Ernährung. Was nützt euch der geilste Fatburner aus den Staaten, ja, oder aus England, wo noch die gewissen Stoffe wie Yohi, DMA, DMBA und sowas erlaubt sind? Was nützt euch das ganze Gelumpe, wo eure Pumpe die ganze Zeit permanent schlägt, euer Stoffwechsel natürlich angeregt ist? Aber wenn ihr nicht im Kaloriendefizit seid, klar könnt ihr dann marginal mehr essen, aber ihr steuert zwar dann nochmal mit der Ernährung. Also Supplementierung, wie ich eben im vorigen Teil schon gesagt habe, ist nicht essentiell. Ihr kriegt das alles mit vollwertigen Nahrungsmitteln hin. Also gebt da Acht. Und ich nutze auch Fatburner, aber dann erst in den letzten 3, 4, 5 Wochen der Diät, wo es eben nachher auf diese Kleinigkeiten angeht. Und dann kommen wir natürlich drauf zu sprechen. So, aber das war es doch immer noch nicht gewesen, Schatz. Soll ich erwähnen, wie beschissen langsam ein Computer ist? Tja. Alter. Ja, das ist Artis Arbeitsplatz hier. Sie arbeitet ja vom Homeoffice aus, aber das wollte ich gerade nicht erzählen. Aber hier habt ihr es reich von ihr. Die Wohnung werdet ihr ja auch nach und nach kennenlernen, obwohl ich ja schon in der, im Jahresrückblick so eine Rundtour gemacht habe. War noch nicht fertig. Das hier war zum Beispiel zu den Zeiten noch nicht da. Ist nach wie vor noch nicht fertig. Ein bisschen lieblos hier. Hier fehlen noch Fotos und ein bisschen Dekoratives. Aber es ist Jingos Fibo. Es ist Jingos Fibo. Und ja, für alle, die jetzt fragen, ich arbeite im Stehen. Ja, das ist wirklich geil. Also, man gewöhnt sich dran und ich setze mich auch gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein. Krass. Hätte ich keinen Bock drauf. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht so 100 Kilo oder 101 Kilo, die ich jetzt noch habe. 100,2 war der letzte Stand. Dann haben wir auch das noch vorweggenommen. Nee, apropos Jahresrückblick, wo ihr eben den Rundumblick der Wohnung bekommt, aber darum geht es eben in der Jigos Fibo rein nicht. Aber was vielleicht noch nennenswert ist, das habe ich da zuletzt angesprochen und auch allein nicht angesprochen und so sollte es eigentlich auch sein, aber dadurch, dass nach 7 Wochen, man sieht es hier schon so auf dem Tisch, aber Herr Arti. Was ist da? Naja, ich zeige jetzt auf die Finger und da sieht man ja schon den Unterschied zu denen, ne? Also der Mittelfinger ist mein Lieblingsfinger. Jetzt kommt wieder Dead Bitch. Die, was macht sie wieder mit dem Niveau der Jill Goes Fibo-Reihe? Ja, ist ihr Lieblingsfinger. worauf wollte ich hinaus? Du bringst mich aus dem Konzept. Ich war beim Arzt. Ich musste nach knapp 7,5 Wochen jetzt doch nochmal zum Arzt. Ich habe im Jahresrückblick gesagt, es wird vermutlich eine Verstauchung oder vielmehr eine Prellung sein. So zumindest auch beim Unfallarzt diagnostiziert. Der Ganze hat mir eine Bandage für 2 Wochen gegeben. Heute höre ich, dass eine Bandage total kontraproduktiv wäre und ich ihn hätte bewegen müssen. Also hier weiß auch nicht, A sagt, oder die linke Hand sagt A und die rechte Hand sagt B. Ich hasse sowas und jetzt heißt es, es könnte ein Kapselriss sein und ich sollte doch primär versuchen, ein bisschen hier und hier zu dehnen über den Schmerz hinaus, wo ich mir auch denke, wow. Das ist, der eine sagt es wirklich so und ich weiß jetzt nicht, wen oder was ich trauen soll. Fakt ist, ich habe immer noch Probleme mit dieser Scheiße. Ich wollte es wie gesagt nicht angesprochen haben, aber nach wie vor ist das wahrlich, ja, es ist ein Handicap, gerade bei den ganzen Zugübungen, wie ich schon mal erklärt habe, weil ich keine Faust ballen kann, ab hier oder bis hier und Ende ist, beziehungsweise ich könnte so greifen, das mache ich auch häufig. Und ich arbeite natürlich viel mit Zughilfen und diesen Laschen, die man normalerweise halt an die Beine macht. Und klar, es ist ein Handicap. Aber trainingsbasierend und nicht ernährungsbasierend. Und deswegen brauche ich nicht, meine Form am Ende der Fibo damit zu rechtfertigen, dass ich eine körperliche kleine Einschränkung habe. So klein ist sie nicht, ich verniedlige das jetzt, aber worauf ich hinaus will, ihr werdet mich nie diesbezüglich schreien hören. Donnerstag ist der nächste Termin, da wird sich komplett herausstellen, was es letztlich ist. Wenn es ein Kapselriss ist, wird es sich vermutlich nie wieder komplett regenerieren. Da sagt man, zwischen 75% und 90% des Bewegungsradius bekommt man zurück. Aber das habe ich im Internet gelesen. Und ihr kennt es ja, wenn man da nach Husten oder Schnupfen googelt, hat man nachher Krebs oder so. Und deswegen überlasse ich das lieber den Ärzten. Jetzt aber. Macht euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Videoreihe. Zeigt es mir mit einer schönen Resonanz. Und wir hören uns als nächstes bei Facebook. Und da kündige ich sicherlich auch an, wann die nächste Ausgabe für euch an den Start geht. Wenn es wieder heißt, Chill Goes Fibo! Das sind nur ein paar Schnittbilder, ne? Ja. Kommt hier der Olli? Ja. Also Olli finde ich richtig scheiße, weißt du das? Es
ist so, der nervt so, ey, was der für eine Arbeit macht. Arbeit, kann man das überhaupt Arbeit nennen, ey? Das ist so ein Vollhorst, dieser Olli. Komm, haben wir den ins Team geholt. Oh, filmst du das jetzt? Nein, okay. Nein, das ist nur ein Foto. Der kriegt das nicht zu sehen? Nein, nein. Aber ist sehr gut, nee, weil er denkt ja, ich mag ihn. Hey, Olli. Mein Bibi, wer ist eigentlich diese Frau in diesem Video? Anti, ich hab dich auch lieb. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank für alles und es freut mich. Und Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Auf deinem Weg werden wir viel mehr erzählen, dass du etwas nicht kannst, nicht schaffst oder es falsch machst.